So, das vergesse ich nämlich immer. Ich vergesse nämlich immer hier die Nummer von der Browning. Es ist M1918. Aber gehen wir zum M1919A6. Und das ist ein relativ verzweifelter Versuch, aus einem schweren Maschinengewehr nochmal ein leichtes Maschinengewehr zu machen. Denn eigentlich ist das Browning M1919 ein schweres Maschinengewehr. Aber da die Amerikaner mit dem Bar als LMG nicht klargekommen sind, weil 20 Schuss echt ein bisschen wenig sind, haben sie das Ding hier noch entwickelt. Und ich merke, wie langsam der Soldat ist. Das Ding ist nämlich mega schwer. Und jetzt bin ich noch so ein kleiner, armer südvietnamesischer Soldat, der das Ding hier rumschleppen muss. Das geht gar nicht. So, genau, das Visier sieht auch so aus. Hier ist auch ein Leitervisier. Ist, glaube ich, auch fast dasselbe. Oh, es lässt sich aber trotzdem gut halten. Moment. Oder es sieht nur so aus. Ne, es sieht nur so aus. Ich kann's. Okay, hier geht das natürlich mega weg. Obwohl, wenn ich direkt vor einem stehe, dann ist das ja nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn treffe. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Gucken, was passiert, wenn man nachlädt. Ach, kann ich gar nicht. Wahrscheinlich habe ich nur einen Gurt, der total lang ist. Ich glaube, ein Gurtkasten wurde damit nie ausgegeben. Setzen wir es mal auf. Haben wir es aufgesetzt? Ja. Ja, hier geht das wunderbar. Können wir noch irgendwas machen? Irgendwie mit C oder... Kann ich das Zweibein weg... Ich kann das Zweibein wegklappen. Ah ja. Ja, das nützt aber auch nicht. Na, ist vielleicht ein bisschen besser. Man kann es als Gewehr einsetzen. Wundert mich eigentlich. Und Dauerfeuer sieht auch erstaunlich stabil aus. Ja, ist halt gut zur Führung. Ist halt wie alles, also so gut wie alles im Zweiten Weltkrieg mit Gewehrpatronen. Auch wieder 30-06, also 30-03. Dann habe ich 30.03 gesagt. Ich meinte 30.06. Also habe ich mich schon wieder vertan. Falls jemand das interessiert, 30.03 war die erste Version der Kugel. Die hatte ein Rundgeschoss, also ein rundes Geschoss. Und 30.06 hat ein Spitzgeschoss. Und natürlich wurde im Zweiten Weltkrieg nur fast nur noch das Spitzgeschoss verwendet. Weil, wie die zwei Namen sagen, so 3 Jahre später gab es schon das Spitzgeschoss. Und ich glaube, im Ersten Weltkrieg wurde auch schon fast ausschließlich nur noch das Spitzgeschoss eingesetzt. So, ach ja. Wie immer kurzer Schnitt und dann gucken wir uns das nächste an. Ich weiß nicht, ich glaube, eine Sache müsste noch fehlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, Browning 1919 hatten wir. Ach genau, a Marksman, genau. M1D Garand Sniper Rifle. Auch eine relativ interessante Geschichte. Und zwar haben die Amerikaner versucht, mit Gewalt aus dem M1 Garand nochmal ein Scharfschützengewehr zu machen. Das ist teilweise mehr oder weniger gelungen, weil es da große Probleme gab. Denn wie man sich das wahrscheinlich denken kann, der M1 Garand hat ja hier diesen Springrahmen. Und die Amerikaner haben es nicht geschafft, den M1 Garand so zu laden, also ein neues Ladesystem, also eigentlich ein ganz neues Magazinschloss einzuführen. Das haben die nicht geschafft und die wollten das eigentlich auch teilweise gar nicht. Und deswegen muss natürlich wegen des Springrahmens natürlich dieser Weg nach direkt nach oben frei bleiben. Und man kann da nicht einfach einen Scope montieren. Das heißt, das Scope muss an die Seite. Mal gucken. Ah, das ist sogar das richtige Absehen. Und deswegen hat man eigentlich immer so ein bisschen Offset. Man hat also mit dem Ziel immer so ein bisschen Probleme, weil das Scope nicht ganz drauf ist. Dazu habe ich mein eigenes Video gemacht in Battlefield 1, wen das interessiert. Der guckt sich das Video an, ich reiße es hier mal kurz ab. Und zwar ist das so, entweder muss man dann für jede neue Entfernung, die man hat, also man muss dann für 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter und so weiter, muss man jedes Mal nicht nur an der Höhe stellen, sondern jedes Mal an der Seite stellen, weil sich das Ganze ja so ein bisschen versetzt verhält. Oder man macht das Zero, also die Nullung macht man zur Lauflinie, muss dann aber immer so das Offset mit einrechnen. Ich glaube, das sind hier, werden das, ich glaube, 2,5 cm sein. Das heißt, wenn ich hier irgendwo hier hinten hinziele, muss ich immer so 200 mm nach da, nee, oder in die andere Richtung, mit nachdenken, genau hier, dann muss ich immer 200 mm, so 2 cm nach da und kann dann erst schießen. Ich weiß natürlich nicht, ich spiele das jetzt das erste Mal, ob das im Spiel mit eingerechnet ist. Ich glaube mal nicht. Okay, ich kann hier auch die Entfernung verstellen von 100 auf 700 Meter. Das sieht aber so aus, als würde ich auch so treffen. Gucken wir mal hier, das schwarze Ding. Rückstoß natürlich relativ heftig. Und Double Tabben geht gar nicht. Hier wird das Ganze nachgeladen. Wird auch mit dem Rahmen. Da wäre nämlich das Scope im Weg, wenn man das so uns machen würde. Außerdem haben wir vorne... Ach, das seht ihr jetzt gar nicht, ne? Kann ich irgendwas mit C machen? Oder irgendwie... Ja, ich kann die Waffe ja nicht betrachten. Hier kann ich so ein bisschen springen. Außerdem ist vorne ein Mündungsfeuerdämpfer drauf. Der Mündungsfeuerdämpfer sorgt dafür, dass das Mündungsfeuer nicht so
gut sichtbar ist bei Nacht und so weiter. Allerdings hatten diese Mündungsfeuerdämpfer ein Problem. Und zwar waren die meistens nicht genau passgenau und die haben so ein bisschen gewackelt. Und beim Scharfschützengewehr, wenn da so ein bisschen was wackelt, ist das dann natürlich Kacke. Und deswegen haben die meisten Scharfschützen diese Mündungsfeuerdämpfer da einfach abgenommen und haben die nie benutzt, wenn die nicht gerade nachts unterwegs waren. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Und zwar dieser Mündungsfeuerdämpfer, wenn der richtig sitzt und man ein Exemplar, wenn man Glück hatte und das Gewehr, was man hatte, denn der Mündungsfeuerdämpfer, der sitzt auf der Bajonettanbringung, die nicht so mega präzise gefertigt ist. Wenn das Schütze Glück hatte und einen Mündungsverdämpfer hatte, welcher auf dem eigenen Gewehr gut gesessen hat, und zwar fest, dann hat er sogar die Präzision nach erhöht. Wenn er allerdings wackelig war, sollte man ihn am besten abtun. Das Scharfschützengewehr, also die Scharfschützengewehr-Version des M1 Garanten haben sich nie wirklich durchgesetzt. Es gibt zwei Stück davon, und zwar den M1C und den M1D. Eigentlich kenne ich den Unterschied, der fällt mir dummerweise gerade nicht ein. Ich packe ihn unten in die Kommentare, falls das jemand interessiert. Aber testen wir das Ding mal ein bisschen weiter. Okay, man kann nicht reinzoomen. Und leider waren diese M1 Grand Scharfschützendinger nie wirklich präzise und deswegen nie wirklich beliebt und wurden wirklich als Scharfschützengewehre, also in der deutschen Bedeutung Heckenschützengewehr, also getragen von einem Team, welches alleine im Busch rumgurkt, nie wirklich benutzt, sondern die wurden eher als DMR benutzt und zwar wirklich als... Okay, auch hier geht das, dass mal einfach der Laderahmen rausspringt, wenn man das Ding ganz hinten zieht. Okay, ich habe nur noch 5 Sekunden Zeit für irgendeinen Blödsinn. Ich glaube, ich muss was erobern oder so. Deswegen wurden die meistens von Truppscharf... Ich wurde befördert. Ich glaube, das wird später ein Tigergesicht. Allerdings hat er noch keine Augen und so weiter. Was jetzt gerade ein bisschen merkwürdig aussieht. Ich finde, das sieht witzig aus. Ja, das Symbol der Süd... Da bin ich aber nicht mit einverstanden. Das Logo der Südvietnamesen war halt immer so ein Panther-Gesicht. So, was wollte ich noch sagen? Die wurden dann eher als Marksman, eher als Zielfernrohrgewehre auf Deutsch benutzt oder als DMR. Das heißt, einer aus dem ganz normalen Trupp hat dann immer einen M1 Garanten bei. Übrigens hat das Ding auch so noch so eine geänderte Leder... das hat so ein Lederpad, weil man jetzt die Waffe natürlich nicht mehr gerade anschlagen kann. Man kann seine Wange nicht mehr auf das normale, auf den normalen Schaft legen, sondern man muss so ein bisschen weiter nach da, also man muss ein bisschen weiter nach links, damit man richtig durchs Scope gucken kann, das wird zu viel. So, hier haben wir nichts Neues. Greasegun QC ist bekannt. Grenadier. Okay, der Grenadier darf ein M16 haben. Warum auch immer, das finde ich gerade ein bisschen unsinnig. Radioman kriegt ein M16, genau, das hatte ich ja schon gesehen. Hier gibt es dann wieder die Thompson. Combat-Pilot darf nur eine Pistole haben und Transporter-Pilot ebenfalls nur eine Pistole. Dann würde ich sagen, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken. Dann kommt jetzt bestimmt ein weiterer Teil. Ich werde mal versuchen, ob irgendeine von den beiden Karten mit Bots geht. Dann zeige ich euch noch ein bisschen Bot-Gameplay. Und dann würde ich sagen, dann war es das fürs Video. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann geht es hier zu einem anderen Kanal. Dann geht es hier zu einem anderen Video. Dann geht es hier zu meinem Video und dann geht es hier zu einem anderen Video. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.